Sehr geehrte Zuhörerinnen, sehr geehrte Zuhörer und herzlich willkommen zu dieser neuen Sendung vom neuen Radio Baronien. Ich bin der Moderator Franco Meyer und ich begrüße Sie herzlich zu dieser Sendung. Zuerst die wöchentlichen Nachrichten. Montag. Am Montag begann wieder der Vollbetrieb in der Schule. Der erste Schultag mit einer kompletten Gruppe ist eigentlich relativ gut verlaufen. Der Unterricht wurde zwar gestört, das dürfte jedoch aufgrund des Aufeinandertreffens nach langer Zeit passiert sein. Einige waren von der Situation noch sichtlich überfordert, da sie nicht wussten, wo sie nun sitzen würden oder ob sie in der Schule sein sollten. Bis zum Ende des Tages war dann aber alles wieder in Gang. In Österreich gab es 637.573 Fälle Covid-19. Das ist ein Anstieg von 476 und 9.786 aktive Fälle. Dienstag. Am Dienstag fand der zweite Chemietest des Schuljahres für die 7a statt. Dies war damit der erste Test seit dem Beginn des neuerlichen Vollbetriebs. Der Test wies eine Besonderheit auf. Er wurde in zwei Gruppen durchgeführt. Während die eine Gruppe, welche im Homeschooling keine adäquate Leistung gezeigt hatte, einen ganz normalen Test bekam, bekam die Gruppe, welche im Homeschooling fleißig war, einen Test mit einer schwierigeren Frage. Dieser wurde allerdings nicht bewertet. Wir hoffen, dass natürlich jeder gut abgeschnitten hat. In Österreich gab es 638.155 Fälle Covid-19. Das ist ein Anstieg von 582 und 8.858 aktive Fälle. Mittwoch. Am Mittwoch war das erste Mal wieder Turnen vereint, wobei vermutlich keiner gefehlt hat. Nicht wie letzte Woche, wo nur ein Drittel der Schüler anwesend waren. Dieses Mal war der Turnlehrer sichtlich erleichtert, da wieder alle oder zumindest der Großteil der am Vormittag anwesenden Schüler beim Turnunterricht war. Dabei mahnte er auch die Schüler, nicht wieder mit irgendwelchen falschen Ausreden zu kommen, nur weil es sie nicht interessiert, zu turnen. In Österreich gab es 639.054 Fälle Covid-19, ein Anstieg von 899 und 9.754 aktive Fälle. Donnerstag. Am Donnerstag war wieder einmal eine Band in Musik. Zu dieser kann man eigentlich nicht viel sagen, doch einige der Musiker haben auch geprobt für einen Sketch. Und zu dem kommen wir eigentlich am nächsten Tag. In Österreich gab es 639.616 Fälle Covid-19. Das ist ein Anstieg von 562 und 9.333 aktive Fälle. Freitag. Am Freitag fand der eben erwähnte Musiksketch statt. Dieser handelte über die drei wichtigsten Komponisten der Wiener Klassik und wurde bereits in den letzten Schuljahren einige Male aufgeführt. Die Musiklehrerin Katrin W. hatte die drei Schauspieler Meyer, Engel und Höppolzieler bereits letzte Woche angefragt, ob sie den Sketch wieder aufführen wollten. Dieser fand letztendlich im Taberaum statt und ist auch sehr gut verlaufen. In Österreich gab es 640.293 Fälle Covid-19. Das ist ein Anstieg von 677 und 8.922 aktive Fälle. Und damit kommen wir gleich schon wieder zu meiner Liederwahl für heute. Und das ist dieses Mal das Lied Love is on my side von The Black Mamba.
Und das war die Liederwahl von mir. Damit kommen wir zur Lottoziehung. Und wir wünschen Ihnen natürlich wieder viel Glück. Hier ist sie nun schon, die Lottomaschine. Und wir können die... Ups, hoppala. Wir können die Ziehung auch gleich beginnen. Und sie beginnt. Und die erste Zahl, die ersten beiden Zahlen, lauten 36 und 2. Und hier wurde keine gezogen. Gleicht sich damit aus mit der Doppelziehung von vorhin. Die nächste Zahl ist 26. Damit sind die Hälfte der Zahlen gezogen. Hier kam es wieder mal zu keiner Ziehung. So. Die nächsten beiden Zahlen sind 49. 9 und 40, nicht 49, sondern die Zahlen sind 40 und 9, sagen wir so. Dann ist es verständlicher. Und die letzte Zahl ist 20. Hier haben wir nochmal alle Zahlen. Wir bringen sie in die richtige Position. Richtige Stellung. 2, 36, 26, 9, 40 und 20. Herzlichen Glückwunsch, wenn Sie gewonnen haben. Damit sind wir zurück bei unserer Sendung. Und wir kommen zu den Baronischen Wochencharts. Und wir beginnen wie immer von unten. Und der Platz 3 ist dieses Mal das Lied What's My Age Again von Blink-182. Und damit kommen wir zum nächsten Lied. Das ist Among Us, Trap Remix von Leons.
Und damit kommen wir zum Platz 1 und wir beglückwünschen Menschen von NF. Herzlichen Glückwunsch!
Das waren die Veronischen Wochencharts. Und zu guter Letzt kommen wir noch zum Wetter. Heute wird es bis zu 16 Grad Celsius Temperatur haben. Es wird bewölkt sein mit Regen am Vormittag. Und die minimale Temperatur heute wird 9 Grad Celsius sein. Und damit sind wir auch schon wieder fertig mit der heutigen Sendung. Wir hoffen, sie hat Ihnen gefallen und Sie schalten auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir auf Sendung gehen. Bis dahin, auf Wiedersehen.